Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, nach wie vor höre ich mich an wie ein verschnupftes Nashorn. Das liegt dran, dass ich immer noch ein bisschen erkältet bin. Momentan plagt mich der Husten. Ich habe Gott sei Dank keine Halsschmerzen mehr, also es ist auf dem Weg der Besserung bei mir. Juhu! Aber leider habe ich immer noch eine etwas krächzende Stimme und ich hoffe sehr, dass es euch nicht allzu sehr stört. Jo, auf jeden Fall nehmen wir das Schwammel mit. Da drüben ist ein Hornwolf. Ich will immer Hornhund sagen. Ich muss mal schauen, wie, jetzt genau, wie die jetzt wirklich heißen. Bist du jetzt ein Hornwolf oder ein Hornhund? Wolf, ne? Ui, kann man Moment. Oh, wirst du. Haha, au, ich wollte schon sagen, haha, nichts erwischt von wegen. Ah. Au. Warum greift er nicht an? Warum habe ich jetzt überhaupt gar keine Energie mehr? Jawohl, besiegt, Gott sei Dank. Das war, jetzt habe ich schon schwarz gesehen, ehrlich gesagt. Puh. Dann trinken wir noch einen Heiltrankele. Na super, da gehen unsere Ressourcen zur Neige. Aber da vorne ist irgendwas. Vielleicht finden wir da einen kleinen Unterschlupf für uns. Und auf jeden Fall ein Trollkraut. So. Mal klubschen, was wir da haben. Chop, 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 chop. Auf jeden Fall einmal eine Mana-Pflanze. Ein Beißerle ist auch in der Nähe. Aha. Einen Wein und einen Heiltrank. Das kann man... Oh, hoppala. Ich stehle da einfach Sachen, ne? Aha, davon hat es irgendwann zerrissen, glaube ich. Servus, Big B. Scheiße. Ja? Habt ihr Penner mich also endlich gefunden, ne? Sieht so aus. Steckt dir dein Sieb so aus sonst wohin? Hä? Ich kann dich hier nicht gebrauchen. Hau ab. Ja, wer bist denn du schon wieder? Du bist nicht in der Position, mich zu beleidigen. Ich will keinen Ärger. Was? Du bist nicht in der Position, mich zu beleidigen. Hosi, was? Komm mal runter von deinem hohen Ross. Also gut, was willst du? Was hat er sich denn da auf die Hand geritzt? Schaut aus wie die Himmelsrichtungen Norden, Süden, Osten, Westen? Hä? Nee, oder? Wie ist das Leben als Outlaw? Ach so. Was machst du hier? Also der Schlund, oder wie? Wie ist das Leben als Outlaw? Wie ist das Leben als Outlaw? Wir genießen die Freiheit. Mehr brauchen wir nicht zum Leben. Niemand ist frei. Doch. Ich nehme mir zum Beispiel die Freiheit, dir zu sagen, wie dumm deine Frage ist. Wir scheißen auf alle Regeln und Typen, die uns dumm kommen. Und wir geben einen Dreck auf das, was andere über uns denken. Wenn du also guten Stoff haben willst und dir den Stock aus dem Arsch ziehst, könntest du es bei uns zu etwas bringen. Aber dann musst du durch die Wüste. Und ob du das Zeug dazu hast, naja. Jawohl, Herr Cowboy. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich warte auf deine Mama. Was denkst du wohl? Ich warte hier auf meinen Handelspartner. In die Stadt lassen sie mich nicht mehr. Sie lassen dich nicht mehr in die Stadt? Was? Wartest du auf Ornir? Ach na, hör auf. Sie lassen dich nicht mehr in die Stadt? Ja, verdammt. Hab versucht, etwas von ihrem ach so wertvollen Schrott mitgehen zu lassen. Die haben sich halb eingelöst. Wollten mich verbannen. Verbannen? Für wen halten die sich? Ich gehöre nicht mal zu denen. Bin einfach hier raus abgehauen. Die können mich mal. Dieser Beißer im Hintergrund ist echt lästig, ne? Wollte der Dreckskerl uns angreifen, während wir hier quatschen. Überhaupt keine Manieren, diese Viecher, echt. Wartest du auf Ornir? Wartest du auf Ornir? Ja, woher weißt du das? Er schickt mich. Na toll. Jetzt kommt er nicht mal mehr selber, oder was? Ich soll dich töten. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dieser kleine Pisser. Hör zu. Ich will, dass du zu Ornir gehst und ihn dazu bringst, wieder mit mir zu handeln. Wie du das anstellst, ist mir egal. Womit handelt ihr?
Für gewöhnlich kam Ornie hier raus und brachte mir ein paar Gerätschaften mit, die er beim Schlund klauen konnte. Alter! Ich gab ihm dafür einen Beutel Splitter und alle waren glücklich. Ich mach mit dir keine Geschäfte. Oh je, machen wir mal Ende. Der Beißer da hinten. Na, nicht. Das Vieh hol ich mir! Ja! Au! Alter, du Sauviech, du Elendiges! Okay. Ist schon hin. Ach, das will ich doch nicht. Ich will das Viech looten dürfen. Danke. Na super, soll ich den jetzt umbringen? Ich überlebe das nicht, oder? Ich habe mich übrigens vertan. Ich habe vorher den Spielstand hätte nehmen sollen tun. Jetzt nehme ich den Spielstand, dann passt das wieder mit den Parts zusammen. Ja. Ja. Na dann. Ich mache mit dir keine Geschäfte. Bremer, sag mal. Ich mache mit dir keine Geschäfte. Muss ich dir erst Verstand einprügeln? Du tust besser, was ich dir auftrage, oder du hörst das Gras wachsen. Vergiss es. So? Dann sorge ich dafür, dass du das hier nicht vergessen wirst. Komm her! Jetzt bist du dran. Okay. Keine Chance. Absolut keine Chance. Wir machen den... Ich wollte es mal probieren. Wir machen den ein bisschen später, gell? Ah, nur ein bisschen später. Aber wir hätten ihn ja auch von hinten quasi umbringen sollen, aber das ist bitte nicht unser Ort, oder? Mächtige Mana-Pflanze, nehmen wir einmal mit. Boah, ey, dieser kleine Drecksbeißer, ne? Mistviecher, Lentigs. Was haben wir da? Mutantenkraut. Okay. So. Wir sind jetzt hier in einer Kreuzung, gell? Und müssen... Keine Ahnung, wie lang. Wo lang. Aha, da oben ist eine Ratte. Oder so sind Ratten. Eine Ratte ist es keine. Wie, was war das? So ein Maulwurf? Keine Ahnung. So ein Viech halt. Au! Wegrollen! Geht ja. Bitte Energie? Diese Energie ist echt lästig, muss ich schon sagen. Ja, jetzt passt's. Her mit deinem Fleisch. Dass man da alles essen muss, ne? Aha, das da drüben schaut auch interessant aus. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Da eigentlich nicht hin. Wir müssten da weiter. Da drüben irgendwo. Aber wenn wir schon hier sind. Hui! Können wir uns ja mal die Hütten da anschauen, oder? Hallo! Wohnt hier jemand? Hallöchen! Großer Becher, fleckige Liste. Aha. Die kann was? Mal schauen. Fleckige Liste. Sehr alte Tutu-Liste aus einem Wohnhaus der alten Welt. Lampe im Bad wechseln, Reifen am Auto wechseln, Planschbecken im Garten aufbauen. Das hört sich an nach einem Vater. Ja, die Liste ist definitiv für einen Vater, dessen Frau und die Mutter der Kinder, seiner Kinder, ihn dazu verdonnert hat, das zu machen. Beweg den Dietrich nach rechts oder links, um die richtige Reihenfolge für das Öffnen der Zylinder herauszufinden. Okay. Aha. Also haben wir quasi wieder so was Ähnliches wie bei Risen. Nur eine nicht so schöne Ansicht. Jawohl. Zu einfach. Ja, wir können froh sein, dass wir überhaupt Stufe 1 haben. So, Ring der Lebenskraft. Maximale Gesundheit plus 10. Oh, super. Erhöht die Lebenskraft. Das ist schön. Energiespeicher und Elixit. Super. Wir nehmen bitte alles mit und drücken auf X. So. Der Ring gefällt mir so gut, dass ich den gleich anziehen möchte. Und ich muss mal schauen, wie ich das anstelle. Hier, glaube ich, ne? Finger. Ring der Lebenskraft. Zack. Und wir haben mehr Gesundheit. Das ist schön. Das ist super. Können wir die eigentlich kaputt hauen? Hoppala. Soll ich jetzt erschlagen? Na. Ich dachte, Kisten kann man vielleicht zerdeppern. Ich habe das noch nie gemacht gehabt. Bis jetzt. Das wäre dann doof gewesen. Hätte ich bestimmt einiges
an wertvollem Zeugs hergeschenkt. Das ist ein altes Auto, sehr alt, ein bisschen verkokelt. Ah ja, das Bett kann man nicht mehr benutzen, wie schade. Aha, das ist eine direkte Wohnsiedlung sozusagen. Blub. Was haben wir denn hier? Ein guter Teller, ein bisschen Wein. Dann haben wir da hinten, glaube ich, noch was. Gutes Messer. Sehr gut. Da können wir hier rein. Sehr alte Nachricht. Aha. Was man da jetzt alles für Sachen findet. So, das war hier, glaube ich. Und da und hier. Sehr alte Nachricht. Kurz verfasste Nachricht an eine Nachbarin aus der alten Welt. Okay. Sandra, wir haben einen unerwarteten Zwischenfall in der Familie. Mussten heute früh leider sehr eilig wegfahren. Bitte schaut ein wenig nach dem Haus und dem Garten. Dankeschön und viele Grüße. Ja, toll. Wahrscheinlich war es noch Montag, als sie das bekommen hat. Brennstoff, aha. Eine gute Gabel. Weil das passt wieder zu einem typischen Montag. Da ist eh schon der Tag an sich scheiße. Da kann es ruhig noch der Nachbar sein, der einen nervt. Ne? Ja, ja. Kein Problem. Den Besen nehmen wir wieder mit. Dann können wir ein bisschen durch die Gegend fliegen damit. Was haben wir denn hier? Zigarettenstange, Geldbündel und eine alte Münze. Aha, wären wir aus einer anderen Welt, was wir damit wohl anstellen. Achso, Sammler, glaube ich, war das, ne? Da gibt es ja Sammler, die das gerne haben möchten. Den Wein nehmen wir mit. Da sind so viele Flaschen und da ist nichts zum Brauchen. Ja, dann ist das halt so. Ein bisschen finster hier, ne? Ich hoffe, ihr seht noch was. Aber es wird dann eh immer ein bisschen heller, wenn man den Raum betritt. Das ist halt den Effekt, den auch die echten Augen haben in unserer Welt. Wenn du von einem hellen Raum, also von außen nach innen gehst, ist zuerst mal alles finster, bis sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Flugblatt, gutes Messer, Pfeil, noch mehr Pfeile, Pfeile, Messer, Pfeil. Schön. Aha, Flugblatt. Was haben wir denn dann da draufstehen? Meine Güte. Altes Flugblatt, Nummer 3. Schriftstück. Werbeplakat der Infinit. Ich kann so schlecht Englisch. Skies Corporation, sage ich das richtig? Ich hoffe. Bewirb dich jetzt. Sag dem Arbeitsstress ein Lebewohl und werde Farmer in Stardew Valley. Nein, Spaß. Wir suchen motivierte, begabte Leute. Bewirb dich jetzt in unserem Einschreibesender. Infinit Skies. Für eine bessere Zukunft. Was macht man dort? Offene Rechnung haben wir auch wieder. Achso ja, den Deppen. Diesen Deppen gerade vorhin. Den machen wir später mal. So, haben wir hier noch was Gescheites? Na, ein paar Bänke, das Wasser schon und Regen tut es auch schon wieder. Ach ja. Gibt es hier noch was Tolles? Rechnungsschreiben. Aha. Ein Rechnungsschreib-In. So, für wen denn? Für was denn? Ein Schriftstück natürlich. Schreiben mit einer Rechnung an Mr. Watson aus der alten Welt. Sehr geehrter Mr. Winston, Entschuldigung, Watson habe ich gelesen. Winston, Entschuldigung. Dieses Schreiben dient lediglich zur Bestätigung, dass Sie das gelieferte Gerät bereits bar mit der Summe von 1.999 irgendwas bezahlt haben. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Sie haben sich für das Modell 1000, also 1991 entschieden. Das Beste seines Baujahrs. Aha. Viel Spaß damit. Wünscht Ihnen Ihr Kühltechnik-Team. Ja. Danke, glaube ich. Alter, da findet man Zeugs, ne? Wenn man das alles wieder liest, tja, ist so die Frage, ob die Leute in dieser Postapokalypse nicht schon fast glücklicher sind. Sie haben zwar den ganzen Wohlstand von der Technik und so weiter nicht, aber ja, dafür brauchen sie auch keine Steuern zahlen, eigentlich, und so weiter. Jo. Zack, zack, hui. Na, ein Stückchen noch. So ist brav. Was haben wir denn hier noch Schönes? Nix. Hin. Alles kaputt. Lalala, will sprinten. Da ist auch nichts mehr. Okay.
Labor, ey, da kann man Sachen entdecken, ne? Da drüben ist die nächste Hidden. Hui! 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 Au. Ich habe mir das Knie gehauen. Aua! Ich will zu meiner Mami. Ja. Was? Viech. Oh oh, Viech. Nicht gut. Die bringt mich. Ich muss weg. 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 Energie ist da. Sehr gut. Ich darf die. Ich brauche nicht weg. Wusch, weg ist. Haha. Das ging gut. Das ging gut. Ist ja nicht zu glauben. Das werde ich gleich speichern. Bevor ich echt sterben tue. Also, auf den Elfer drauf. Ja, ich bitte drum. Alter, sind schon wieder 15 Minuten um. Bah. Ich habe nur ein Haus erkundet. Das können keine 15 Minuten gewesen sein. Krass. Was haben wir hier? Ein gutes Messer. Kleiner Heiltrank. Einmal ein guter Löffel zur Abwechslung. Und eine gute Gabel. Lalala, ratara. Was haben wir dann noch hier? Klopapierrolle. Unbedingt ganz, ganz wichtig. Elixitbeutel. Aha. Was haben wir dann hier noch Schönes? Eine Flasche Wein. Kleiner Mana-Trank. Eine schöne Aussicht. Ein hinniges Bett, wo schon Gras draus wächst. Sehr gut. Das zeugt von biologischer Qualität. Ein guter Teller. Guter Becher. Zettel mit Gruß. Löffel, ein Krug. Warte, wir lesen gleich. Wir lesen jetzt. So. Zettel. Wie war das? Zettel mit Gruß, ne? Da, da. Ah, hoppala, Entschuldigung. Was war hier? Warte. Schriftstück, sehr alter Zettel mit Geburtstagsgrüßen einer Großmutter aus einer alten Welt. So war das. Alles Gute für meinen süßen Enkel. Der 14.3. ist eine ganz besondere Zahl. Mhm. Hoffentlich gefällt dir der Inhalt des Päckchens. Mhm. Liebe Grüße, deine Omi. Ja, gib mir mal ein Küsschen, wenn du wieder da bist zum Besuch. Ja, ja, ja. Was haben wir hier? Klebeband. Da komme ich echt ein bisschen vor wie bei Fallout. Was nichts Schlechtes ist, um Gottes Willen. Wein. Lalila. Und sonst ist da, glaube ich, was ist das da? Tabletten. Das Klo muss auch mal geputzt werden. Das schaut sehr sauber aus. Genauso wie das Waschbecken. Da würde ich mich nicht mehr draufsetzen. So. Das, glaube ich, das würde ich mich nicht antun. So, was haben wir hier noch Schönes? Altes Papierstück. Okay, wieder was zum Lesen. Jo. Ich habe es überblattelt. Da. Altes Papierstück. Sehr altes Stück Papier mit einer Einladung aus der alten Welt. Aha. Wir wollen am Samstag bei schönem Wetter eine kleine Grillparty machen. Ihr seid natürlich herzlich mit eurem Sohn eingeladen. Liebe Grüße, Familie Samson. Ah, das muss eine Marjorie geschrieben haben. Sage mein Gefühl. Laut der Handschrift nach muss es eine Marjorie gewesen sein. Oder ein fleißiges Lieschen. Ja. Könnte auch ein schlaues Lieschen gewesen sein. So, eine Flasche Wein. Da ist uns nichts mehr. Jo, ich glaube, da drüben noch. Dann hätten wir diese Hitten auch schon. Dann ist der Part schon wieder zu Ende. Antitoxin. Aha. Gute Gabel. Aha. Okay. Und es schieft, es schieft, es schieft. Hui. Das Seelenkraut nehmen wir mit. Wow, es ist so schön. Es ist so schön. La, la, la. Was haben wir hier noch drin? Nix. Im Mistkübel ist nix. Okay. Ich wollte noch aufs Dach rauf. Wow. Warte kurz, das machen wir noch. Hui. Okay, wenn es ausgeht. Ah, ich muss ein bisschen warten. Das Jetpack ist gerade müde. So. Wir kommen nie mehr zu dem einen hin. Nie mehr. Keine Chance. Das dauert 20 Jahre, bis ich dort bin.
Lauter. Oh, ein Haus und da noch eins und wow. So, wo war man jetzt? Von da drüben sind wir, glaube ich, gekommen. Da drüben ist noch eine Hütte. Da drüben ist noch eine und... Oh Gott. Ich hoffe, das bringt sich was, den ganzen Krempel einzusammeln. Hui, hui, hui. So. Das nehmen wir auch mit. Warte, da drüben ist auch noch eine Pflanze. Glaube ich. Ja, genau. Rennt da drüben ein Viech herum? In der Tat. Aber da muss ich was trinken mal. So, Röstelchen. So, den machen wir im nächsten Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Das Spiel ist viel zu groß. Alter, 20 Minuten, nichts erreicht. Außer ein paar Sachen gesammelt und ein paar Zetteln gelesen. Wahnsinn! Aber schön. Nach wie vor, mir gefällt es sehr, sehr gut. Und ich bin auch froh, dass es so groß ist. Aber ja, wie gesagt, wir werden halt in den Parts nicht immer viel erreichen, aber sobald wir die Teleporter-Steinchen haben, also aktiviert haben, geht das Ganze schon leichter von der Hand. Bis dahin haben wir auch diese Bereiche hier, diese Hütten und alles schon recht gut erkundet. Auch einiges eingesammelt, dann wird sicher was mit Alchemie geben und Fähigkeiten lernen und solche Sachen. Also es wird dann schon spannender werden, bin ich mir recht sicher. Wobei ich bin, also ich, wie gesagt, mir gefällt es gut. Ich kann mich nicht beschweren. Für Spannung sorgen schon die kleinen Viecher hier für mich. Also, ja, da habe ich eh schon zu tun, sie zu besiegen. Also aus meiner Sicht alles gut. Ich hoffe auch für euch. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!